Das ist der richtige Knopf. Hallo. Schubidai. Croissant. So, Wollo, ich habe mir ein System überlegt. Ja. Und zwar habe ich mir farbige... Das meine ich, Ricky, das meine ich. Achso, hallo, willkommen erstmal im neuen Part. Genau, das muss man aber nämlich auch nicht dann direkt an den Part anschließen. So, dann, als würde man einfach mitten im Satz weiterreden, sondern vielleicht auch nochmal die Leute, die den letzten Part nicht gesehen haben, dann auch mal ein bisschen Kontext geben. Ich hasse das immer, das machst du nie. Also, mein Lieben, im letzten Part haben wir darüber gesprochen, dass ich auf der Mac bin. Bitte kommt da auch hin. Vielen lieben Dank. Wann ist sie denn? Weiß ich gar nicht. 3. und 4. Februar, kommt gerne vorbei. Nee, hast du nicht gestern, hast du vorhin noch am 2. Februar gesagt? Kann auch 2. sein. Letzten Part hast du 2. und 3. gesagt. Ist das so? Und es ist übrigens, wenn Samstag und Sonntag ist, ist der 3. und 4. Ja, ist der 3. und 4. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich, eindeutig. 3. und 4. Februar und komm vorbei, könnt ihr mir Crepe kaufen. Und dort habe ich ein System mir ausgeklügelt, wie ich... Wie ihr euch möglichst schnell und unpersönlich abfrühstücken kann. Nein. Schon. Das hat aber nichts mit Abfrühstücken zu tun, das hat ja auch mal Business, ne? Ja, genau. Das hat ja auch mal mit Business zu tun. Also, und zwar werde ich 2 Schlangen errichten. 2? Mhm. Okay. Meinst du, das endet nicht im Chaos? Nein, endet nicht im Chaos, weil das machen nämlich viele so. Und es wird nämlich so laufen, dass... Jetzt pass auf, Olo. Bist du gespannt? Hast du Bock? Darf ich schon mal einen Tipp abgeben? Ja. Die eine Reihe ist für Nutella, für Nutella-Crepes, also die meistverkauften Crepes. Und die andere Reihe ist für alles andere? Nein. Dann wird's zu kompliziert, glaube ich. Okay, der erzählt. Also, es gibt eine Schlange, wo du... Wow, bist du gut. Boah, bin ich scheiße im Spiel. Es gibt eine Schlange, wo die Leute bei mir bezahlen können. Ne? Dann geben sie quasi die Bestellung auf und dann kriegen sie nämlich quasi das Geld. Und dann kriegen die von mir einen farbigen Chip. Und je nachdem, was sie bestellt haben, ne, kriegen sie halt diesen Chip und stellen sich an die neue Schlange an, wo sie dann den Crepe abholen können. Verstehst du? 2 Schlangen. Ich verstehe das. Mhm. Aber ich würde mir denken, so, jetzt habe ich an der einen Schlange gewartet, jetzt muss ich an der nächsten Schlange warten. Das fuckt mich schon ein bisschen ab. Ja, aber das ist tatsächlich eigentlich mittlerweile normal. Auf Messen. Das ist echt normal? Ja. Ja, ich bin ja nie auf... Ich darf Eggman nicht treffen. Okay. Wenn das so normal ist, dann... Also, gibt's mittlerweile auch schon auf dem Dom und so. Also, das machen auch Familie von uns so. Und zuletzt, als ich auf Gamescom war, war es auch so, hab ich mal ein bisschen was bestellt. Dann gab es halt so einen Bon, habe ich dann halt gekriegt, hat so einen Chip, ne? Und stand halt die Nummer drauf, so, was ich dann halt bestellt habe. Und so mache ich es halt nach Preisen. Also, wir haben ja Crepe in 5, in 6 und in 4-Euro-Bereichen und so. Und dann weiß sie direkt, also meine Schwester kommt damit, die weiß dann direkt, aha, ein Crepe im 5-Euro-Bereich, also könnte es ja nur der und der Crepe sein. Welchen möchten sie denn haben? Und so hast du quasi auch keine Wartezeit, sonst kannst du nur eine Person gleichzeitig abhandeln, weißt du? Und so hast du direkt quasi einfach nur... Das war nicht zu kompliziert ist am Ende. Das ist nicht kompliziert, das ist genauso, machen das sehr vieles, macht auch meine Tante, macht das auch auf dem Dom so, mit ihrem Gemüsestand. Dann bestellen die Leute, kriegen quasi einen Chip. Dann packt sie nur die Sachen hin und dann weiß der Typ direkt, aha, hier ist Chip gelb, sie kriegen Pommes. Chip grün, sie kriegen Gemüse im Bierteig, weißt du? Und so. Ja, aber das ist ja bei dir jetzt nicht hundertprozentig so. Und pass mal auf, jetzt komme ich direkt als Betroffener, ne? Ja. Betroffenenbericht. Also ich als betroffener Stotterer. Ja. Mich würde es ankotzen, dass ich eventuell 2-mal sagen muss, was ich hatte. Weil das gibt mir 2-mal die Chance, mich zu blamieren mit Nutella-Crepe. Weißt du? Ja, sehe ich aber nicht so. Also, das, ja, sehe ich nicht so, wenn du nicht betroffen bist, du Hurensohn. Ja, du hast jetzt einfach nur Ja und Amen zu sagen an dieser Stelle, wenn du betroffen bist. Ja, natürlich. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich das... Ne? Ja und Amen. Amen, Bruder. So. Aber, ja. Aber das sind ja die wenigsten. Also von daher, ne, ich bin ja auch jemand, der sagt, wir müssen nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Deswegen, let's go. Man, go for it. Machen wir. Aber mir persönlich wäre ein Bong lieber, wo safe, ich weiß, ne, der kriegt genau das, was ich bestellt habe. Muss ich es nicht nochmal sagen. Aber dann müsste ich mir so einen Bongdrucker holen, weißt du? Ja, das verstehe ich. Das wäre ja wieder auch zu viel Aufwand am Ende des Tages. Das kann ich nachvollziehen. Allerdings würde ich das im Namen der 3 Stotterer, die du wahrscheinlich antriffst an diesem Tag, würde ich stark machen wollen. Ne? Mhm, verstehe ich. So, Leute, ich hab's versucht. Ne? Ich hab ihm gesagt, wo das Problem ist. Und Ricky scheißt auf
auf Menschen mit Migrationshintergrund, wollte ich gerade sagen. Mit Migrationshintergrund. auf marginalisierte Personen. Scheiß Ricky, der stößt uns vor den Bus. Ne? Für 3 Euro mehr, weil das schneller geht, stößt er Stotterer vor den Bus. Naja, ich muss ja auch gucken. Aber ich muss ja auch Nee, ich rede nicht mit. Ich rede nicht mit Rechtsextremen, mit wie dir. Sag mal, sag das nee, jetzt. Nee, rede ich nicht mit. Nee, wer so auf marginalisierte Personen scheißt wie du, mit so einem möchte ich nicht. Würde ich nichts mehr zu tun haben. Ist ja okay, wohl Joker, Alter. Small. Schimmel. Selber. Oh, Hot Shelter. Nee, also das Problem. Ganz kurz, ich muss jetzt leider einmal stören. Du wirst gerade irgendwas gesagt haben, ich hab's aber nicht gehört, weil ab und zu fehlen mir mal hier 2-3 Sekunden. Weil, weiß ich nicht, was mit deinem Internet los ist. Nee, ich glaube, das ist mit deinem Internet in der. Ja, weil bei mir ist alles cool. Ich gucke die ganze Zeit immer drauf nebenbei. Bei mir ist alles Bombe. Ja, du siehst das doch auch nicht, oder? Doch, ich habe ja nebenbei. Also, ich hab nebenbei das ist ab und zu so ein Ausrufezeichen auch. Ja, aber dann ist es. Also, anzeigt. Könnte aber auch an Discord selbst. Ich mach grad einen Speedtest nebenbei. Ja. Also der sagt mir ja gerade, ich habe normales Internet. Ich mach mal auch kurz einen nebenbei. Warte ganz kurz, wenn ich hier nebenbei versuche, hier das Ding zu berühren. Handles die, Alter. Boah, guck dir das an, wie der Arsch wackelt, Alter. Boah, Speed. Fuck. Test. Also bei mir ist alles normal. Ich gucke kurz. Speedtest durchführen. Bei mir auch. Alles wie immer. Jo, alles wie immer. Na gut. Ist vielleicht Discord auch, die einfach gerade reinscheißen. Na gut. Na ja. Gut. Nee, ich wollte nur sagen, wenn ich mal nicht antworte, dann liegt's daran. Ja, also Voljoka, pass auf. Ja. Das Ding ist, das ist das Problem, was ich gesehen habe, weil normalerweise ist das halt sehr, sehr langweiliges System. Die Leute kommen ran, wir machen ja Crepe für den. Dann muss halt quasi immer eine Person, ich hätte gerne das, dann geht sie da drüber und kriegt die. Das ist so langwierig, dass das einfach viel, viel länger dauert. So hast du ja immer einen Crepe ready. Immer. Weil wir arbeiten ja mit 2 Platten. Ich mache immer einen neuen drauf und meine Schwester belegt den dann. Weißt du? Und hast du immer. Ja, ich habe das System schon verstanden. Brauchst du mir das jetzt nicht nochmal erläutern? Ich habe das begriffen. Wir haben das alle begriffen. Ja, aber die Leute. Nee, okay. Alle nicht. Die Leute sind dumm. Das darfst du nicht vergessen. Die Leute sind immer dumm. Die Leute raffen sowas nicht. Vor allem, weil die Leute keine Ahnung haben. Du ist doch egal. Die Zielgruppe hat's. Die Zielgruppe, die Vorhaben dazu kommen, die sind schlau genug. Die haben es verstanden. Ich hoffe. Ich hoffe, sie schlau genug sind. Die verstehen das schon. Das ist auch egal. Müssen sie auch nicht verstehen. Es sind halt 2 Reihen, müssen sie hinnehmen. So. Ja. Ist egal, ob ihr das versteht oder nicht. Du machst mich fertig, Wollo. Weißt du das? Nee, du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Aber ich liebe dich. Ich habe dich ein bisschen vermisst. Tat ist sehr gut. So? Ich habe jetzt tatsächlich 2 Tage... Aber tat ja auch gut, mich nicht zu sehen, oder? Ja. Es tat auch gut, niemanden zu sehen, weil ich habe tatsächlich die ganzen Tage... Wann habe ich letztes Mal gestreamt? Donnerstag? Kommt das hin? Donnerstag? Das kann sein. Ja. Irgendwie so... Da habe ich meinen letzten Stream gemacht, haben wir, glaube ich, aufgenommen zuletzt. Und jetzt war ich ja Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und jetzt ist heute Montag der erste Mal, dass ich überhaupt wieder Kontakt habe mit meinem Computer, tatsächlich. Geil. Weil so ein paar Tage den Computer auslassen ist auch richtig gut. Ja. Also heute ist erst. Genau, das macht ein gutes Gefühl. Ja. Und natürlich auf Anweisung, also nicht Anweisung, aber auf Ratschlag von Moggy habe ich das ja gemacht. Und ja. Auch vernünftig so. Ja, ja. Und heute ist ja wieder voller Arbeit, Wolle. Um Punkt 13.30 Uhr geht's los mit Minecraft wieder. mit dem Buben. Ach, ist das schon wieder? Das ist heute schon wieder. Heilandberge. Ja. Boah, bin ich froh, dass ich da nicht dabei. Also, wisst ihr, also, kann man gar nicht vorstellen, wie froh es mich macht, damit nichts zu tun zu haben. Warum nicht? Das macht voll Spaß. Boah, wenn ich wüsste, ich müsste nachher Minecraft spielen, dann würde ich, weil ich wüsste gar nicht, wie ich das. Ja, aber ich mach da ja mit. Ich habe arbeiten soll. Ich habe ja gefragt, ob ich mitmachen darf, weil ich es ja gut finde. Ja. Hat darauf ja Bock. Ich hab mich ja wieder in ein Format reingeschlichen, wie das so öfters mal mache. Ja, man kennt's, ne? Man kennt's. Ist ja nichts Neues. Gefragt Leute, mögt ihr MK8? Dann haben sie gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, aber Minecraft, ne? Lol. Und dann war ich drin. So einfach ist das. So einfach ist das, Leute. Ja. Okay. Na gut, wünsche dir viel Spaß, ne? Ja, danke. Und aber es tat auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich habe auch viel, viel unternommen. Ich war wieder viel Brettspiele gespielt. Wir sind aktuell dabei, Fallout zu spielen, das Brettspiel. Dann haben wir uns jetzt Fallout 76 geholt mit allem Mann und dann gibt's die Tage eine große LAN-Party. Ich habe ja 3 Fernseher hier. Dann bring noch mal einen Fernseher mit, dann sind wir zu viert oder zu viert wollen wir eine Gruppe aufmachen. Und dann hier bei mir eine LAN-Party machen und Fallout 76 durchspielen. Boah, Mann, ich will auch bei euch wohnen und so viel Spaß haben, ey. Ja.
Das wäre geil. Wo ist eine Wohnung? Ich suche mal eine Wohnung in Friedrichstadt, ey. Wirklich. Friedrichstadt. Wohnung mieten. Da wirst du nicht viel finden im Internet. Kleinanzeigen, Wohnung in Friedrichstadt. Oh, guck mal, ne? Guck mal, was haben wir denn da? Zweizimmerwohnung auf Nordstrand. Alter. Ist das richtig? Ja, nee, das ist in der Nähe. Das ist nicht direkt hier. 25840 Friedrichstadt. Ja. Ja gut, ich habe ein Auto. Ne? Ein paar Meter kann ich ruhig fahren. Das ist jetzt nicht... Ja, dann wenn ist das jetzt 4-5 Kilometer von dir weg ist, schaffe ich. Ja, ja, easy. Nordstrand ist nicht weit weg. So, das würde mit Nebenkosten Warmmiete 650. Das ist... Ah. Ist nicht viel. Naja, das sind 48 Quadratmeter, zwei Zimmer, ne? Ja gut, das stimmt. Das zahle ich dir fürs Haus. Schöne Wohnlage am Kurzentrum, 100 Meter zur Nordsee. Das ist natürlich geil, ne? Ja. 20 Kilometer bis Husum, ruhiges Haus, Haustier nach Absprache, Schufa-Auskunft, hat sie erledigt. Oh, kommen wir nicht hin. Doppelhaushälfte in Drage zu vermieten. Was sagst du dazu? Oh, Drage ist auch schön nah dran. Ja, aber auch 800 Euro hier schon direkt kalt. Das ist zu viel. Naja, okay, das war's schon. Ich sag ja, so viel ist hier nicht in der Nähe aktuell. Der Bruder von meinem Schwager möchte auch hierher ziehen. Ja, verstehe ich. Der will auch Fallout spielen, wa? Nee, der kommt ja vorbei. Der bringt nächstes Jahr seinen Fernseher noch mit. Damit wir 4 Fernseher haben und so. Wo, Ricky, ey? Ich will auch! Ja, dann komm doch ran! Ja, Mann, ja, komm doch ran! Ja, komm doch mal her ein Wochenende, bisschen, wenn du willst. Ja, ein Wochenende, das ist zu weit. Ist es nicht? Muss das schon hinziehen, lohnt sich sonst nicht. Außerdem bin ich dann ja süchtig danach und dann will ich das auch mehr haben als nur einmal. Jeden Abend Brettspiele spielen und Fallout und geil. Ja, Mann, das wäre so geil. Dann habe ich auch einen arbeitslosen Freund sozusagen und wir können den ganzen Tag was machen. Ja. Ist ja im Grunde so, ne? Es ist so. Wir haben ja eigentlich immer Zeit. Deswegen. Und dann kann man den Stream stören und so. Voll witzig. Voll witzig, ja. Es ist arschwitzig, also, wenn sowas passiert. Ich mach das Garten auch für die Zuschauer ist immer arschwitzig, ja. Sowas. Ich mach das Gartenhaus fertig, Wollo. Dann kannst du da drin streamen. Bro, ich würde so gerne im Gartenhaus wohnen, wenn das möglich wäre, ne? Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss, ne? Für einen schmalen Euro zieh ich da ein. Ist das so? Ja. Sag mal, 150 Euro durch dir im Monat. Was sagt er denn hier? Wer ist hier immer? Ja, das weiß ich. Ich hab den doch schon gefunden, du Arsch. Dann drück ihn doch mal. Hab ich doch schon gedrückt. Aber das haben wir ja nicht. Nee, also das Witzige ist auch, mein Schwager hat ja aktuell auch Zeit, weil der hat ja aktuell keinen Platz und so, weißt du. Auch arbeitslos? Nee, der hat ja, also der hat einfach nur Saisonende. Und der muss ja nur im Sommer arbeiten. Also arbeitslos. Nee, okay. Jetzt aktuell nur halt kein Bock. Er könnte auch was machen, aber hat gesagt, er hat keinen Bock jetzt. Also macht er erst im Sommer wieder. Wenn man auch zu reich genug ist, ne? Das ist halt so schön bei ihm da oben. Dann würde ich es auch nicht machen. Der hat ja einen Raum voll. Der muss jetzt gerade nochmal neue Kallax-Regale kaufen, 4 Stück oder so, weil er einfach keinen Platz mehr hatte, weil er so viele Brettspiele besitzt. Der hat ja alles. Dein Schwager Alex Flattermann, bist du verwandt mit Steffi oder was? Ich glaube gefühlt ja. Ich kann einfach da durchgehen, ja. Ich glaube das nicht mehr. Ich hätte einfach da durchgehen können die ganze Zeit. Der hat so viel, das ist voll, du machst dir kein Bild. Das ist wirklich unnormal am Brettspielen. Ist das der aus dem Instagram-Video? Nicht der dickere, der dünnere davon mit dem Bart. Oh ja, ich hätte ihn jetzt auch nicht als... Also, was verstehst du unter dicker? Der jüngere... War das der mit der Cappy? Ja. Nee, das ist sein kleiner Bruder, aber der spielt auch mit uns mit. Ah, okay. Okay, okay. Aber der zieht auch... Der sucht jetzt hier auch aktuell einen Job. Der zieht jetzt aber auch bald her. Ich habe unten auch noch das Fallout-Brettspiel liegen, das beenden wir heute noch. Wir sind noch in der Nebenquest gerade aktuell drin. Und dann haben wir die durch und dann Mittwoch kommt Fallout 46. Und dann das Wochenende irgendwie über. Wollte Azi vielleicht auch noch vorbeikommen? Auch noch mitspielen? Ja. Also hier ist immer Full House jetzt, Wollo. Du bist sehr gerne eingeladen, ne? Ja. Ja. Ich zeig dir jetzt mal kurz was. Oha. Ne, das kann theoretisch auch. Ja, weiß nicht, ob das ins Video geht, aber wahrscheinlich nicht, ne? Doch, geht schon. Ich guck dir mal, was du mir schickst und dann entscheide ich, ob es ins Video kommt oder nicht. Denn hier ist auch schon Timestamp-mäßig markiert. Sieht man, dass das Brettspielzimmer von Alex Flattermann. Und da würde mich interessieren, ja, genau. Wer mehr hat. Ich kann mal sagen, wir haben einen extra
Aber das ist auch schon alt, das ist von vor 2 Jahren, da ist noch eine Menge zugekommen mittlerweile. Also ne? Mehr wie das auf jeden Fall. Okay. Okay, dann ist krass. Aber wie gesagt, da ist ja auch noch eine Menge zugekommen. Wenn die auch irgendwie auf Messen waren, dann kommen die mit 16 ja. neuen Brettspielen. Ich habe auch mal jetzt Brettspiele und ich habe einen Super Mario Mensch ärgert. Ich habe Funkenschlag mir geholt. Das ist das Spiel, was ich letztens meinte. Funkenschlag. Sehr, sehr schönes Spiel. Funkenschlag. Oh, der Ricky geht als Elfe in den Elbenwald, nein. um die Funken nee, Funkenschlag. Der Macht nein. zu sammeln. Nein, Funkenschlag ist was ganz anderes, Wolle. Funkenschlag geht darum, dass du eine gute Economy aufbaust. Da brauchst du den. Aber als Elf. Nein, nein, du baust in Europa, Wallo, einfach Kraftwerke aha. auf. Und machst gut, also geht's um Zwerge. Nein, du machst einfach nur ganz normalen Weltstrom. Ganz normale Welt und Strom. Dann will ich damit nichts zu tun haben. Ich hasse, das ist doch die aber Umwelt kaputt machen. Aber dann ist Destiny ja. was für dich, weil da geht's um Zauberei und sowas. Da spielen wir ja... Ja, da gibt's auch einen scheiß Ego-Shooter für. Da krieg ich schlechte Vibes. Es hat damit aber nichts zu tun. Es hat nichts mit dem Ego-Shooter zu tun. Na gut. Echt? Ja, Leute, ihr hört's wieder, ne? Der hat Spaß, ich nicht. Aber er beschwert sich, ne? Wo beschwere ich mich denn? In einer Tour beschwerst du dich. Alles so schrecklich ist, wenn du nur Spaß und Freude erlebst und ich hier mit Schmerzen sitze. Ich kann ja nichts für. Aber beschwere ich mich? Ich beschwere mich. Ja, ständig. Ich nimm's so hin. Nee, das tust du überhaupt nicht. Ich nehme die Situation oder sowas von hin. Wie nimmst du die Situation? Bruder, du bist ich sag der Größte, der sich beschwert über alles. Ja, aber ich habe auch Gründe. Hast du nicht? Echte Gründe. Oh mein Gott. Halt's Maul. Nur weil der Augenarzt es nicht sofort gesagt hat, ich bin in 2 Tagen blind, ja. ist es noch nicht, dass es mir gut geht. Doch, dir geht's super. Perfekt. Guck dir dein Leben an, das ist perfekt. Mhm. Also wenn das perfekte Leben ist, dann will ich nicht wissen, wie das von euch aussieht. Oh. Noch schlimmer? Glaube ich nicht. Denk dran, es geht 60% schlechter als dir, ne? Auf der ich lache. Du hast eine so schöne Wohnung, du hast, Leute, die dich lieben, du hast deinen Bruder, deine Mutter ab und zu, dein Vater vielleicht. Weißt du? Du hast so viele Menschen, die dich gern haben. Und Leute, die dich nicht mögen. Und das heißt, das ist gut. Wenn du Leute hast, die dich hassen wollen, ne? Die habe ich. Dann hast du es geschafft im Leben. Aber ich weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung, wenn die das Gefühl haben, es geht mir zu gut. Ja, dann überleg mal, wie schlecht es denen geht. Ja, das ist halt die Frage, ne? Ja, dann überleg mal. Dann sollte ich wirklich auch mal ein Spendenkonto für die einrichten, eigentlich, wirklich. Ja. Spendenkonto für die Hater. Denen geht's richtig schlecht heute. Apropos meine. Hater, ich habe heute ich hab auf Instagram so eine Fragerunde gestellt, ne? Und dann kam mir eine Frage. Oh ja, denn das habe ich sogar gesehen. Also erstmal habe ich gefragt, wer fragt sowas? Ja. Aber. Es ging darum, dass jemand gefragt hat. Oh, apropos. Oh mein Gott, apropos, da muss ich auch noch ganz kurz reingerätschen. Darf ich? Ja. Weil ich glaube, du hast dich auf Twitter blamiert. Warum? Du hast so ein Bild retweetet von einem Typen, der angeblich ein Foto von dir hat als Plakat. Ja, oder als Bild, das, ne? hab ich doch verstanden. Das war fake. Ja, natürlich war das fake. Okay. Aber das scheint auch so ein Troll-Account zu sein. Ich war da mal drauf. Ja, das also hab nur ich also so nackte Katzen und sowas. Das auf dem Profil, das ganz komische Scheiße. Das macht er aber schon länger. Also das weiß ich auch, aber. Ah, okay. Dafür nimmst du das tot ernst. Na, Quatsch. Bruder, schon Angst, okay. Das ist halt so ein Typ. Ich glaube, das ist einer von deinen Corona-Hatern oder so. Das glaube ich sogar einer. Der Typ nervt seit. Nee. Das macht er aber schon länger. Also der geht schon länger auf den Nerven. Ich weiß nicht, ob das. Also keine, wenn es echt ist, cool, ne, dann tut uns leid, dass wir darüber haten. Wenn nicht, ist mir halt auch nicht toll. Echt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Aber war ja witzig an sich. Ja. Also weiß ich nicht. Also wenn es echt wäre, wäre es schon ein bisschen creepy. Was dann einfach ein Instagram-Bild ist. Nee, finde ich nicht. Findest du nicht? Weiß ich nicht. Ist schon ein bisschen creep. Ah, da ist noch so ein Ding. Null. Weiß nicht, wenn ich jetzt ein bisschen. Ist ja. Oh nein! Ach, ich Vollidiot. Wo ist es? Ah, da. Weiß ich nicht, also ich würde sowas ja auch nicht machen, mir einfach random Bilder von jemandem runterziehen und die dann als mir zu Hause aufhängen. Das wäre so, als ob ich von dir einfach ein Bild nehme, was du mir mal irgendwie geschickt hast. Also tatsächlich hängt von dir ein Bild bei mir. Echt? Was hängt denn bei dir? Du hängst hier ganz groß im Wohnzimmer. Tatsächlich. Was? Echt jetzt?
Meine Eltern haben mir doch zu Weihnachten damals so ein Rando Race Poster geschenkt. Ah. Wo wir als Avengers drauf waren. Ah. Das hängt bei mir eingerahmt im Ja, Wohnzimmer. Aber das ist ja auch wieder cool. Das ist ja nicht irgendwie ein random Bild, was du von mir auf Instagram runtergenommen hast oder so. Nein, nein. Siehst du, deswegen meine ich ja. Ich will das auch gerade gar nicht vergleichen, aber ich fand das gerade witzig, weil du so meinst, niemand hat ein Bild von dir hängen, aber ich. Ich habe auch ein Bild von mir hängen. Ah, als Puzzle, ne? Nee, habe ich nicht als Puzzle. Ricky hat nur Bilder von sich als Puzzle hängen. Der puzzelt sich erstmal mal schön zusammen. Nee, ich Puzzle kann ich nicht. Also Puzzle kann ich gar nicht. Null. Kannst du nicht? Nee, bin ich viel zu unfilligran für. Hab ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Filigran. Nee, da hab ich auch gar keinen Bock drauf. Habt ihr Bock auf Puzzeln? Das und viel mehr, schreibt bitte in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Sonic Adventure. Haut rein. Ciao. Ciao.